Wisst ihr eigentlich, was mit den über 10 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geschieht, die dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise Kurzarbeitergeld erhalten? Alle müssen nächstes Jahr eine Steuererklärung abgeben. Diese Regelung gibt es deshalb, weil es in den allermeisten Fällen auch zu Nachzahlungen kommen wird. Da wird das Kurzarbeitergeld an der anderen Stelle wieder wegbesteuert. Wir haben beantragt, davon Abstand zu nehmen. Die Koalition hat das bisher versagt. Wir wollen keine Abgabepflicht. Wir wollen zweitens auch nicht, dass es zu Nachzahlungen kommt. Und drittens wollen wir auch die Verwaltung entlasten, denn das ist ein Riesenberg zusätzlicher Steuererklärungen, die bearbeitet werden müssen. Das ist die Steuerpolitik der FDP, pragmatisch und unbürokratisch. Wir bleiben dran.